Und nun ein Blick nach Abtenau. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, standen die Schüler der 4C-Klasse der Musikhauptschule. Eine Bühnenfassung des bekannten Highschool-Musicals stand am Programm. Die Turnhalle der Hauptschule Abtenau wurde zum Theatersaal, als die Schülerinnen und Schüler der 4C am vergangenen Wochenende zu Musical-Stars wurden. Bei High School Musical geht es halt um zwei Personen, die sich bei einem Karaoke-Wettbewerb treffen. Und da entwickelt sich da halt so eine Romanze. Aber die Freunde möchten es auseinanderbringen, aber das schaffen sie eben zum Schluss nicht. Und dann sind sie halt ein glückliches Paar noch. Nicht nur die Proben der letzten 6 Monate, sondern die intensive Arbeit der Schüler mit ihren Lehrern in allen 4 Hauptschuljahren waren Grundlage für die erfolgreiche Aufführung ihres Abschlussprojektes. Ja, ich möchte eigentlich nur sagen, es war eine super Sache, das Ganze, weil ich denke, wenn wir nicht so eine gute Klassengemeinschaft waren, dann war das gar nicht möglich gewesen, weil wir haben doch sehr spät zum Proben angefangen, aber durch so eine gute Klassengemeinschaft ist eigentlich das nur möglich geworden. Wir haben sehr intensiv probt, wir haben auch an Samstagen probt und teilweise sind wir erst um 7 oder 8 von der Schule heimgekommen unter der Woche. Und ich glaube aber schon, dass jeder große Freude daran gehabt hat, oder sie zumindest. Und ja. Ich wollte eigentlich die zwei auseinanderbringen, also in Troy und die Gabriella. Was ich schlussendlich aber nicht geschafft habe, weil die Liebe doch stärker war dort. Und ich habe halt mit allen Mitteln eigentlich versucht, die zwei auseinanderzubringen und dass ich auf jeden Fall die Rolle kriege für das Casting und für das Musical dann. Und bin dann doch noch zum Guten gewendet, wie ich sonst da bin. Und ja, es ist noch ein Happy End gewesen da. Das Problem haben wir gehabt beim Musical, dass es nur englische Texte gibt. Und wir haben dann also versucht, dass alle verstehen, dass wir einen Teil also auf Deutsch singen. Das war natürlich Übersetzungsarbeit. Und ja, und irgendwie, es hat am Anfang ist ein bisschen schwer gegangen, aber dann ist das aber schneller gegangen und das haben wir halt die Lieder auf Deutsch zum Singen gebracht. Das ist cool. Ich habe mir vor 1,5 Jahren eingebildet, Sound of Music zu machen und die Kinder wollten das nicht. Und ich habe mir aber wirklich da hineinkniet und habe mir gedacht, das wird schon gehen und so. Habe die Rechte nicht bekommen und das war, als ob das wirklich so sein hat müssen. Sie wollten das Highschool von vornherein machen und im Februar, wie ich gemerkt habe, es geht überhaupt nichts mehr mit den Rechten, weil das Landestheater Sound of Music spielt, habe ich mir entschlossen, Highschool zu machen. Und jetzt haben wir ein halbes Jahr gearbeitet. Und genau wie im Musical selber hat sich der Ehrgeiz aller ausgezahlt und die Aufführung wurde zu einem Riesenerfolg.